Hallo und herzlich willkommen bei Joyce. Ich möchte euch heute etwas erzählen, und zwar von einer Aktion, die wir letzten Herbst gemacht haben. Es geht um die Sendung «Wer es glaubt». Die dreht sich rund um die unglaublichsten Schadensfälle und wird von der Mobiliar präsentiert. Die Sendung findet schon im dritten Jahr bei Joyce statt. Und weil wir die Sendung halt wirklich so geil gefunden haben, wollten wir natürlich, dass so viele Leute wie möglich die Sendung sich reinziehen. Und für das haben wir uns etwas einfallen. Natürlich haben wir uns gefragt, also, wie bewirbt man eigentlich eine Sendung, die sich rund um unglaubliche Schadensfälle dreht. Natürlich mit einem Schadensfall. Jetzt ist aber der Haken. Wir sind ein kleiner Sender und haben entsprechend wenig Geld. Also müssen wir mit möglichst wenig Budget eine riesige Story machen. Für das haben wir einen kleinen Trick gehabt. Wir haben einen Schadensfall inszeniert, wo wir gewusst haben, das würden alle nehmen. Mit Handkuss und gerne darüber berichten. Weil jeder braucht heutzutage Klicks. Und so ist es entstanden. Macht's gut, tschüss zusammen. Okay, fertig. Frida Hodl verliert ihr Kleid. Ja, sicher. Als würde sie uns irgendjemand abkaufen. Sie haben es uns abgekauft. Wir waren plötzlich Titelstory auf dem Blick und am Abend sogar auf SRF. Crazy. Erst am Montagmorgen, also einen Tag vor der Sendung, haben wir dann definitiv die Katze aus dem Sack gelockt. Am Blick haben wir dann exklusives Behind-the-Scenes-Material zur Verfügung gestellt. Und natürlich mussten sie noch einmal darüber berichten und haben dann praktischerweise auch noch für unsere Sendung verwiesen. Und was hat jetzt uns die ganze Story jetzt gebracht? Abgesehen davon, dass wir zwei Tage lang Titelstory waren von Blick.ch und so easy mal 500'000 Leute erreicht haben, haben wir den Traffic auf unserer Webseite können verzwanzigfachen und im Vergleich zum Vorjahr haben wir als doppelt so viele Zuschauer die Finalsendung von «Wer es glaubt» gesehen. Nicht schlecht, gell?